Uhu. Und herzlich willkommen zurück bei Horizon Zero Dawn mit der Aloy, die richtig nass und verschwitzt hier beim Feuer ist. So, die glänzt schon richtig im Gesicht. So, wir sind das letzte Mal hier eingedrungen bei Firebreak und wollen jetzt in die Brutstätte hier unten bei Fire. So, die bisher vom Level her schwierigste Aufgabe, die wir je hatten. So, schaffen wir aber auch. Wie auch immer, wir schaffen das schon. Aber kommen wir irgendwie darüber? So. Oh. Was haben wir hier? Wächter. Jetzt jagen Sie mich. Ja, warte ab. Ganz in Ruhe. Oh. Wir dürfen wieder nichts überstürzen. Wir müssen es ganz gemütlich machen. Alles andere wäre Käse. Seid ihr bescheuert oder was? Was ist das, jemand drauf haben müssen hier, die Begleiter? Wo ist denn mein Waffenrad? Schieß! Was ist, wenn die Begleiter immer losstürmen müssen? Deswegen hasse ich Begleiter-Quests bei jedem Spiel. Furchtbar. Ich wollte das Stück für Stück ruhig nacheinander machen, so wie ich es immer mache. Oh, ich muss ein bisschen lauter reden, weil das ist schon wieder so laut hier im Spiel. Kein Platz mehr. Ja. Und Moment mal, Moment mal. Das ist mir gerade selber zu laut. Musst du durch die halbe Nacht brüllen, Einstellungen. Nein. Nein, verdammt nochmal. Audio, Musik. Audio-Effekte. Wir drehen das mal ein bisschen runter hier. Ja. So, warte mal. Jetzt gehen wir erstmal ins Inventar. Nee. Mann. Wenn man hier nicht mal selber arbeiten kann. Nein. Ich bin schon wieder völlig aus der Fassung. Ja, deswegen. So, Wüstenglas. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Mehrere zerlegen, komm hier. Was ist das hier? Ich brauche den Platz für den
Blinds kann machen, was kann weg, ja. Heiltränke kaufen wir uns. Grau habe ich Linse, komm weg damit. Oh, verwüster Linse. Ja. Da hätten wir wieder, was haben wir frei? Wir machen noch von Eis-Grau-Reifwurzel. Davon machen wir mal ein paar Pakete weg. Oh. Und jetzt nimm den Scheiße mit. Ja. Okay. Und von da sind wir gekommen. Oh. Dort ist die Brutstättentür, genau. Dort müssen wir rein. Was? Ist hier jetzt noch irgendwas? Ich meine, wie gesagt, die machen gut Schaden, die Begleiter hier. Das ist ja nicht zu verachten. Das brauche ich später noch. Aber wie gesagt, ich will die Erfahrung dafür haben. Guck mal, wir haben jetzt hier 11.000. Die waren uns fast ja durch die Lappen gegangen wegen denen. Gut, Level 50 haben wir fast. Wie sage ich es auch fast? So. Okay. Jetzt geht's los. Mehr Maschinen. Bereit machen. Was ist das denn? Komm mal, Kiefer. Ihr habt ja wohl eine Macke. Warum machen meine Begleiter jetzt nichts, wo ich sie brauche? Es war mir klar, dass irgend sowas noch kommt. So, warte mal, was haben wir jetzt eigentlich hier? Davon. Hä? Draht brauchen wir dafür. Davon können wir leider nichts herstellen. Das ist sehr bedauerlich. Das kotzt mich gerade ein bisschen an. So, können wir davon was herstellen? Ja. Sprengschleuder. Warte. Jetzt geht's los. Mehr Maschinen. Bereit machen. Alter, was ist das denn? Ja, warum machen die denn nichts? In der letzten Folge habe ich noch gelacht mit den Banditen und jetzt sowas. Jo, warte. Mensch, geht doch mal aus der Linse, Mann, ehrlich. Macht euch nützlich. Wo bin ich hier überhaupt erst hingerannt? Ich muss erstmal abchecken, wo hier was ist. So, wo bin ich hingerannt? Hier geht's nicht runter, hier, doch, hier geht's runter. Wo ich vielleicht ein bisschen Deckung suchen könnte oder so. So, mach mal neu hier. Das ist doof, dass ich jetzt nicht speichern kann hier. Dass ich das alles auswählen kann, speichern und dann erst hier. Dass ich das alles dann nochmal machen muss. Jetzt geht's
Jetzt geht's los. Mehr Maschinen. Das heißt, ja, keine Munition, da oben sollst du hin, verdammt doch mal. Fallen noch mal. Oder die erstmal machen lassen. Alter! Stimmt, der war ja auf das hier, warte mal. Was war der? Der war auf Eis, warte, Eisschleuder. Der war doch auf Eis allergisch. Inventar, Waffen. Hier. Karger Schleuder. So. Damit verschießt der! Das gibt's doch nicht! Haben die noch nie gemacht. Wir müssen uns erstmal ein bisschen. Natürlich kommt er jetzt wieder angesäppelt. Komm hier nicht weg. Beende mal. Ich sehe nichts. Ich weiß nicht, wo ich hinrenne.
Ja, das ist keine Waffe ausgewählt. Jawohl. Nein. Macht ihr auch mal was? Aufpassen, dass ich hier irgendwo in den Dunkel springe. Alter! Von Ruhmesliedern. Aber dieser Kampf war so, einer Strophe. Damit kann Varga den Eisdorn flicken. Und jetzt, Aloy, die Tür. Kannst du sie öffnen? Finden wir es raus. Oh. Alter, das war mal heftig. Das war mal ein heftiger Kampf. So, Tarnung. Schaden. Ja, das sind ja alles nur Modifikationen. Eieieiei. Warte mal. Was ist das denn hinten eigentlich? Was dahinter liegt. Das machen wir dann mal. Dann, wenn wir rauskommen hier. So. Das Problem ist bloß gerade, ich bin äußerst schlecht bestückt jetzt hier durch den Kampf. Ich hoffe mal, die Entwickler haben das bedacht und geben uns jetzt nicht mehr allzu viel. Weil wir gehen ja jetzt erstmal rein in die Brutstätte. Das ist ja der Witz daran. So. Gehen wir davon aus, dass wir hier einen Speicherplatz gekriegt haben. Wie lange haben wir das jetzt? So. Okay. Na dann. Noch einer, ey. Es ist Jahre her, seit ich hier stand. Seitdem hat der Dämon
Die Kontrolle. Wie eine Krankheit, die all die Maschinen befällt. Alles ist verändert. Verdorben. Der Pfad, der mich zur Stimme geführt hat, ist verschwunden. Dann finden wir einen anderen, Orea. Versprochen. Also gut. Los geht's. Ja, beenden wir es. Nebenquest abgeschlossen. Firebreak. Blauglanz plus 3. EP 16.000. Und wir sind Level 50 geworden. Was? Die Winterschmiede. Erkunde die Brutstätte. No. Level 50. Stufe 50 geworden. So, okay. Wie gesagt, damit rasieren wir dann durch alles durch, was wir hier dann am Ende noch offen haben. Das ist ja auch der Plan, warum ich ja das Frozen Wilds Gebiet ebenso früh wie möglich gemacht haben wollte. Jo, was haben wir jetzt eingesammelt? Ja, da brauchen wir bei der alten da hier, die wir vor der Brutstätte getroffen haben, vor ein paar Folgen, bevor wir hier reingegangen sind, das Zeug bloß noch in die Hände drücken. Da wäre das auch erledigt. Wieder leicht verdientes Geld. So, da brauchen wir nicht nochmal gegen den Donnerkiefer kämpfen. So. Das Blöde ist bloß. Warte mal. Was steht hier jetzt eigentlich da? Quests. Neben Winterschmiede, Stufe 50. Schein zu retten, das Thema zu gründen müssen. Ja. Müssen sich Aloy und Begleiter oder einen Weg durch die Brutstätte unter dem Donnerkamm kämpfen. Ja. Ich würde mal sagen, bevor wir da reingehen, warte mal. Da hinten ist ja offen. Egal. Warte mal. Können wir herstellen? Können wir zufällig überhaupt Tränke machen? Ja, Gesundheitstränke. Dafür erforderliche Rohstoffe habe ich vorhin. So, okay. Da hätten wir ja wieder ein paar. Das kann ich gut gebrauchen. Ja, sicher, sicher. Weil unser Medizinbeutel hat auch stark gelitten. Es geht runter. Da kommt garantiert noch so ein Monster. Ich weiß ganz genau, alles was noch kommt danach, ist sowieso leichter. Das ist sehr schön. Vorratskiste. Wie gesagt, ein bisschen was für einen Medizinbeutel wäre auch nicht schlecht. Warte mal, wie sehen wir überhaupt aus hier? 7. So, Holz haben wir eigentlich noch genug dafür. So, ja, wie gesagt, die Donnerkiefer, die waren ja auf Eis anfällig. Warte mal, was ist hier hinten? Jetzt hier etwa lang? Warte mal. Warte mal, hey. Ja, dort geht's auch lang. Also gucke ich immer zuerst dorthin, wo es lang geht und glaube nicht, dass es dort lang geht. So. Neues Metall. Feuer und Blitze. Dieser Ort ist für Maschinen, nicht für Menschen. Ich bin weit runter. Wir werden nur so lange bleiben, wie wir müssen. Wir haben irgendwie so eine Lüftung vorbei. Bleibt hier, bis ich einen Weg für uns gefunden habe. Verstanden, Aloy.
Wie kommen wir hier runter, ohne uns zu verletzen? Wo sind wir jetzt eigentlich hergekommen? Wir gehen hier, genau. So. Haben wir hier drüben irgendwie rübergesprungen? Ich glaube nicht. Aufpassen, nicht, dass hier. Kann man einen Pfeil zerstören. Na, guck mal. Was haben wir da? Ein Pfeil. Ja. Ach, wir sollen hier hochklettern. Von hier aus kann ich sie wohl nicht schließen. Ich muss rübergehen. Aua! Eins der Förderbänder bringt mich sicher rüber. Ach so, das meint ihr die mit Timing, weil dort oben spuckt. Das sagt sie aber auch erst genau, wenn wir auf dem Ding da drauf sind. Mensch, du warst doch schon drüben! Das müssen wir erst noch warten, bis sie sich geheilt hat. Oh. Und nun? Ach so, hä? Was soll ich hier? Wie überwindest du diese Flamme? Warte, warte, da unten ist Heilung. Warte mal, wir gehen erstmal hier runter. Na, jetzt bin ich wieder hier unten. Nein! Der hat mich gesehen. Dann mal los. Stellt euch der Herausforderung! Könnt ihr mal aufhören, um mir die Erfahrung zu klauen? Na gut, ihr seht Level 50. So. Trotzdem, ich will jede Erfahrung hier mitnehmen. Ach so, wir kommen ja nicht hier hoch ohne hier. Okay, okay, ach so, jetzt ist alles klar. So, okay. Wir warten, bis du uns den Weg weist. Naja. Na, warte, 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 warte. Lass los. So, von hier aus jetzt an so ein Ding hier dran. Das sieht immer gut. Sie ist in der Luft. Ja. Das Problem ist bloß. Komm ich hier runter? Und jetzt zur Luft. Ja, so komme ich auch runter. So. Aber ich wollte hier oben noch mal gucken, ob da was liegt. Da liegt auch was. Komm ich hier nochmal hoch? Nein. Nee, oder? Doch. Da hätte ich bei dem Ding auf die andere Seite gemusst, aber. Ging ja nicht. Ja, hier. Medizinbeutel brauchen wir unbedingt. Weil wir wissen ja nicht, was da unten noch auf uns. Zur Lüftung. Achso, wir müssen wieder hier hoch. Ich brauche eine Spur. Ja, ja. Vielleicht findet mein Fokus etwas. Was ist denn wohl denn Fokus? Hä? Wie war was? Na, da hoch! Sehe ich doch! Warte, geht gleich. Belüftung. Ich will mich aber erstmal hier unten umgucken, ob noch irgendwas zu holen ist. Ich muss wohl rüber, um die Brücke auszufahren. Ja. Gut, dann nehmen wir das, was da drüben liegt, mit, wenn wir drüben sind. Guck mal hier. Das sollte mich hochbringen. Jo. Rüber mit dir. Wo können wir hier hoch? Nee. Okay, mal sehen, was das macht. Moment. So. Na? Genau in dem Moment, wo ich drücke, ist es weg.
Das hört man aber öfter. Hier kommen sie. So. Ich würde aber mal sagen, wie wir weitermachen an der Stelle, sehen wir in der nächsten Folge. Kleiner Cliffhanger. Ich wollte nicht zu weit überziehen. Wir werden sicherlich noch einen Kampf hier vor uns haben und das dauert dann wieder ewig. So, damit hoffe ich, das Ganze hat euch gefallen. Dann hier drückt mal gerne den Abo-Knopf und den Daumen nach oben. Und damit Dankeschön fürs Zusehen und ciao.